Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute, na ja, ich brauche das ja gar nicht vorstellen. Hausflipper, Hausflippchen. Ich flippe voll aus. Ja, ich flippe voll Haus, wa? Aus. Ja, vom Frozen in District, vom Frozen District. Ich kenne das Spiel nicht, ich habe irgendwie nur lustige Sachen immer davon gehört. Lassen wir uns mal überraschen beim Spiel. Ich werde mal gucken in der Fensteraufnahme, dass der es ja auch ordentlich übernimmt. So. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum OBS hier derzeit so eine Scheibe spielt hier, um ehrlich zu sein. Ich mache jetzt mal auf Bildschirmaufnahme. Und nicht auf Fensteraufnahme. Neues Spiel. Keine Ahnung von Tuten und Dingsda-Bumsda. Da. Das will ich jetzt nicht sagen. Wir sind ja hier im nicht jugendfreien Bereich. Ja. Komm, lad mal schneller. Es wäre schön, eine Sauna im Haus zu haben. Oder nicht? Das Ding hätte ich eher als YouTube-Schuppen. Ja, schön. Hier zum Beispiel kommt der Schreibtisch zum Beispiel hin mit der Sicht zur Wand. Und hier zum Beispiel die Queenbox und so weiter. Und hier zum Beispiel ein Regal, wo das ganze Zeug dann immer so investiert ist. Ja, und ich kann alles auf einmal schleppen. Ist das süß. Der ist irgendwie schiefer. Keine Ahnung. Ich gehe mal hier rein. Schönes kleines Bad. Hier ist eine kleine Küche. Die Frage ist bloß, wo stellt man hier den Kühlschrank hin? Hier der, ja, hier der Arbeitsbereich. Ja, lass ich mal so stehen, wa? Hier kann man Dinge verstellen. Also der will so ein kleines. Was wollte der eigentlich haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Der kann auch draußen im Freien schlafen. Was hat er denn für Probleme? Hier. Schön, damit auch keiner reinkommt, kann ihn jeder beim Schnarchen begutachten. Ich stelle das mal hier hin, wa? Dann kommt jetzt mal alles weg hier. Du kommst jetzt mal wieder in meine Hand. Dieses Haus ist irgendwie schief und krumm, muss ich ehrlich sagen. So. Das lasse ich gleich mal so hier stehen. Okay, dann haben wir jetzt das hier. E benutzen. Was soll ich denn machen hier? Okay, Mehl. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Okay. Okay. Ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Face Spam. Achso, sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und diese auch aus Rache verwüstet hat. Ist das ein Arsch? Und hat sogar die Heizkörper mitgenommen. Frauen und ohne Heizkörper. Um Gottes Willen, die frieren das schon, wenn die Heizung auf 8 steht, wenn nur 5 da, wenn man nur 5 aufdrehen kann, da kriegen die ja schon eiskalte Füße. Aber der hat die Heizkörper komplett mitgenommen. Die Frau wird doch zum Eiszapfen. So, es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Schuss und installieren Sie die Heizung sowie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Warum kommt das sonst mit der Baseballkeule? Ich schicke die Special Victims Units hin, die SVU. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann
man abrechnen. Ich hab jetzt daraus noch ein schönes fettes Beil. Und eine Bratpfanne habe ich auch noch übrig. Gut. Sieh? Ach, der lädt noch. Der lädt ja noch. Schließen. Schönes Grundstück. Bleiben. Da, diese Bruchbude war mein Büro. Oh Mann. So. Machen wir mal schön sauber hier. Jo, wa? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weg mit dem Scheiß. Gut, das Ding lässt sich gar nicht mehr richtig schließen. Ich gehe einmal mit dem Schrupper auch auf die, mit einem nassen Schrupper auf die Wand, wo ich noch mehr Schäden mache. Normalerweise nehme ich einen Lappen dafür, aber gut. Hier geht's raus, lass mal frische Luft hier drin, das stinkt bestimmt schon. Oh Gott. So, machen wir mal hier so. So, ja. Neuer Fertigkeitspunkt. Ich komme mir vor wie bei Hausbilder, wo ich sie für jeden kleinen Mist einen Punkt bekomme. Und jetzt gehen wir mal wieder hier drauf. Super. Dann haben wir das ja schon mal so ein bisschen. Gut. Heizkörper. Welchen nehme ich denn? So, dann wird es auf jeden Fall nicht mehr frieren. Cool, ist ja wie bei Hausbilder. Wenn man das jetzt so runterschieben, also Hausbilder hier von Steam, findet ihr auch in einer meiner Playlists. Cool, Heizung montiert, Haus steht. Mach ich mal so. Das können wir so stehen lassen. Ja. Alle Aufgaben wurden erfüllt. Haus steht. Und es hat noch 4 Minuten und 6 Sekunden gedauert. Er hat ein schönes Grundstück, schön Wildwuchs, das gefällt mir. Diese kahl rasierten Gärten, die mag ich ja nun gar nicht. Die sehen aus, als ob das eine Prinzessin drin wohnen würde. Ich mag sie lieber richtig wild und blumig. So richtig alles durcheinander. Gut. Werkzeug ändern. Nö, will ich jetzt nicht.
Haben wir alles gemacht, wa? Fotoapparat, wollen wir noch fotografieren? Ja, eigentlich würde ich gerne fotografieren. Wohnzimmer mit Küchen-Dings, okay. Dann mache ich mal so. Na, die Couch steht ja so ganz gut. Kann ich jetzt fotografieren? Ein neues Foto wurde. Ah, okay, das macht er automatisch, so von alleine. Das wusste ich gar nicht. Ja, zurück ins Büro. Und dann mach mal. Ich muss ja hier auch noch ein bisschen aufräumen. Und sauber machen. Das sieht hier noch echt schlimm aus. Ja, zu wenig Platz, um diesen Gegenstand hier zu platzieren. Gibt es hier überhaupt einen Schuppen? Oder eine Sauna? Lassen wir mal hier so stehen, wa? Das hat hier alles nicht zu suchen. Ich räume das jetzt mal hier runter. So, das ganze Werkzeug. So. Muss hier nicht liegen. Auch das hier hinten. Die habe ich übrigens bei mir zu Hause gesucht. Jetzt finde ich die hier, meine Fresse. Das Spiel klaut mir mein Werkzeug. So. Damit er sich auch schön verletzen kann beim Aufstehen. So, und hier. Das kann man mal direkt in die Spüle stellen. Oder auch wieder zurück, meine Güte. Haben wir einen neuen Auftrag, eine Mail? Archiv? Fortsetzen. Ist der Auftrag noch gar nicht erledigt oder wie? Dann ist der Auftrag noch gar nicht erledigt. Mal gucken. So. Ja. Ich hoffe, Minztee ohne Werbung. So. Muss ich wieder warten, der ist kochend heiß. Fehlt dir denn noch irgendetwas? Fehlt dir noch irgendetwas? Oder warum ist das hier so durcheinander? Ich habe eigentlich alles sauber gemacht, oder? Aber die haben alles hier so schön gemütlich. Hier kann man locker reinschauen. Ich konnte hier unten was öffnen. Jo.
War vielleicht das der Knackpunkt? Ich mach mal so. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Auftrag beenden. So. Auftrag erledigt. Cool. In mein Haus muss sauber, also mein Haus soll sauber sein. Gut, der Typ sieht doch ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig aus. Na endlich, ich kann auch bei mir mal ein bisschen was machen. So, der hat bloß, der kann nur nicht malern, deswegen. Hab schon gedacht. Habe schon gedacht, dass so. Ich glaube, bei dem Badezimmer hilft kein Schrubben mehr. Ach du Scheiße. Das sieht ja alles so kaputt aus. Ich lasse das mal so stehen. Ist alles kaputt hier. Alles kaputt. Du kannst Heizung kaufen und hier montieren. Wie mache ich das nochmal? Jetzt vielleicht noch einen Auftrag? Caroline Schmitz. Putzaktion in der Garage. Kurz gesagt, die Garage muss entrümpelt werden. Bitte werfen Sie alle Kartons und den ganzen Müll sowie die alten Reifen weg. Vergessen Sie auch nicht, die Fenster zu putzen. Die Werkzeuge sollen so bleiben, wie sie sind. Es bleibt alles so, wie es ist. Halt, stopp. Mein Mann mag es nicht, wenn man sie umstellt. Kann ich gut verstehen. Ich hasse es auch. Dann kann er sie nicht finden und er ist dann unzufrieden mit der Welt und sich selbst. Also, kleine Defizite. Boah, sieht das schlampig aus. Sieht das aus wie in meiner alten Werkstatt. Mal gucken, ist das, kann ich ein Teechen trinken? Uiuiui, heiß. Hier ist alles schön. Wir haben alles solche. Was ich hasse, sind solche Glastüren. Besonders im Badezimmer. Ah, was liegt denn hier so? Boah, ihr kriegt mir ja Augenkrebs, dass das Kind hier drin überhaupt schlafen kann. Wow. Das ist ja schön. Aber das ist, so könnt ihr gar nicht Fernsehen gucken. Ich würde, ich hätte das anders gestellt. Das ist eine Art Chillraum. Mann, meine Nase juckt. Wo ist das Bad? Das sieht ja schön aus. Ist das Schlafzimmer, aber das tut doch weh in den Augen. Das tut doch weh. Und jetzt das bestimmt das Badezimmer, aber irgendwo muss das ja. Ach, ist ja noch schlimmer. Das Haus ist schön, aber diese Farben, die tun mir weh. Die sind echt brutal. Die sind jenseits von Jud und Böse. So, erstmal hier.
Oder erstmal hier das ganze Zeug, hier alles weg. Die ganzen Reifen sind auch weg. Hier, das ganze weg, das ganze kann weg hier. So. Das Holz ist schön. So. Hier. Das sind die vier Reifen, die noch da bleiben. Das Werkzeug bleibt liegen. So, und dann ja. Und dann heißt es putzen. Okay. Dann stelle ich euch wieder hier rüber. Einmal das Fahrrad von Detlef. Und das ist das Fahrrad von Rambo. So. Machen wir mal richtig schön sauber hier. Mann, was hat er bloß gemacht? Bin ja froh, dass da keine Ölflecken drin sind. Das wäre noch viel schwieriger sauber zu machen. Noch irgendetwas hier, wahrscheinlich. Hier. Okay. Einmal schön alles ordnen. Das ist kein Werkzeug. Also hat er nicht von dem Zeug gesagt. Gut. Ja, ich krieg das bestimmt hin, wa? So. Und auch hier. So, Mann, bin ich stark, ich kann das Auto voll reintragen. Cool, ich habe es sogar richtig eingeparkt, das ist da perfekt. Besser geht's doch gar nicht, wa? Klappe zu, auf für tot. Fenster reinigen. So, ist das ein Rasierapparat für Fenster? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt hier anfangen soll.
Ich mache einfach mal. Ich muss mich erstmal mit diesem Rasierapparat für Fenster ausprobieren. Meine Fresse. Krass. Popo machen, Popo machen, ist doch schön. Ich muss dir jetzt die Windel machen. So, nochmal. Ey, also ich bin ja schon so alt, ich weiß, wie ich mich rasiere. Aber ich habe noch nie am Fenster rasiert. Meine Fresse. Ich wusste gar nicht, dass Fenster Haare haben. Mensch, 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 Mensch. Auftrag beenden. Ich hatte es geschafft, ich habe ein Fenster rasiert. Gott, ey, hat das Stoppeln gehabt. Hat das Stoppeln gehabt. Lass mich raten, jetzt kann ich bestimmt meine Tür rasieren, wa? So. Nö, kann ich nicht. Ich kann eine Heizung kaufen, aber wie? Wie kann ich eine Heizung kaufen? Du kannst Heizung kaufen und hier montieren. Vielleicht über einen Laptop? Weiß ich nicht. Heizkörper. Wenn ich für etwas bezahlen soll, dann muss es auch nur ja zufrieden sein oder ich zahle einfach nicht. Die Winter sind hart. Also eine Frau. Und in meinem Haus gibt es keine Heizkörper. Schaff dir einen Typen an. In der Mitte ist definitiv ein Heizkörper. So. Musste mal gesagt werden. Solange es kein Eunuch ist, ist alles in Ordnung. Rein mit mir hier. Oh, ist das süß ein Kindchen. Gut, du hast vollkommen recht. Also ich vergebe dir. Bei dir muss ein Heizkörper rein. Du hast ein Kind. Aber wo fehlt dir ein Heizkörper? Wie kann ich hier Heizkörper montieren? Einstellungen, Tastatur, Steuerung, Taschenlampe springen, Knien rennen, verkaufe das Haus, gib den Auftrag, Schnellspeichern drehen, das Objekt 90 Grad, kaufen will ich. Verkaufsbereich. Möchtest du nein abbrechen? Büro 13 Meter. Wie mache ich das Tablet? Da ist der Shop. Heizung. Mensch. Muss man erstmal begreifen.
Nur eine bestimmte Position gilt. Wie kriege ich das hin? Nö. Neulich gekauft. Ich gebe nochmal Heizung ein. Heizung, große. Naja, die haben wir Heizung hier. Jetzt kaufen, mal gucken. Ich nehme mal die hier. E-montieren. So. Festmachen. Dann muss ich bei mir noch was machen. Super. Neuer Fertigkeitspunkt. Fortschritt. Auch eine Heizung oder was? Verbessern? Nee, Shop. Was muss denn hier rein? Was fehlt denn hier? Ein Waschbecken. Waschbecken, Boden und Decke, nein. Türen, Wände, Leiter, Glaswände, Boden, Decke, Anschlüsse. Dekoration, Badezimmer, Armaturen. Badewanne. 182. Ich nehme mal das hier. Oder? Gut, kaufen. Ich muss erst die Abdeckung auf den was Boden, also Rohren, abschrauben. Boah, ey, leck mich am Arsch. So. Gut, jetzt mach mal bitte. Okay, jetzt so vielleicht. Gut. Mensch, was man hier alles so beachten muss. Okay. So lerne ich aber auch was dazu. Also ich werde hier echt so eine Art Badewannenmonteur, wa? Waschbeckenmonteur. Meister des Gaswasserscheiße. So, einmal das Ding hier. Einmal dran hier. Da muss man auch mit so einer Art Dichtungsband dran, das weiß ich noch. Haben wir das schon mal? Hier ist eine Heizung dran. Hier fehlt noch eine Heizung. Neulich, ich nehme jetzt mal die kleine Heizung wieder. So. Also mit Heizung kenne ich mich schon langsam aus hier. Ich bin echt schon hier, ich könnte jetzt schon gerade anfangen, über Heizungen zu montieren. Ich kann es jetzt schon mal. Schlafzimmer fertig, Auftrag beenden. Wieso bin ich aber durch? Ist das schön.
Das steht. Das ist alles dran. Aber hier fehlt noch was. Badezimmer, Heizung. Okay, Heizung vielleicht. Nochmal. Heizung. Was könnte denn hier fehlen? Badezimmerheizung. Du kannst Badezimmerheizung kaufen, montieren. Ich muss den richtigen Platz finden, um sie zu montieren. Badezimmerarmaturen. Waschbecken. Badezimmer. Ihr habt ja gehört, wenn ich hier nicht richtig mache, dann bezahlt die mir nicht, obwohl ich hier alles vorher gemacht habe. Standheizung vielleicht? Nein. Große Heizung. So. Ja, was mache ich denn jetzt? Gut. Das hängt alles hier drinnen. Ich kann hier keine Badezimmerheizung montieren, das ist ja die Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Werkzeug ändern. Ich kann hier öffnen, ich glaube, ich brauche mal ein bisschen frische Luft hier. Wandheizung, keine gefunden. Aber wenn ich jetzt hier rauf gehe, auf ganz normale Heizung, habe ich hier das Problem mit den Wänden hier. Ich weiß also nicht, wie ich das Problem lösen kann. Das Haus ist eigentlich total beschissen. Immer noch die hier? Badezimmer, Heizung. Hier heißt direkt Badezimmerheizung.
Bade, Zimmer. Heizung. Findet aber auch nicht. Und ich habe mich diesmal nicht verschrieben. Badezimmer Türen, Badezimmer Royal, hängende Möbel. Alles anzeigen. Er findet keine Badezimmerheizung. Gut. Gut. Was haben wir hier noch? Ein Fähigkeitspunkt. Okay, haben wir das schon mal. Aber es mit dieser Heizung nervt. Lüftung zum Beispiel geht ja gar nicht. Und ich kann ja keine Heizung anschließen. Überhaupt nicht, das geht gar nicht. Mann, jeder mal. Ne, ich kann keine Heizung anschließen. Ich weiß nicht, wie es geht. Das Spiel stellt sich quer. Ich habe keinen Schimmer. Ich werde diesen Auftrag jetzt noch beenden. Ja, weil ich habe jetzt keinen Bock. Jetzt noch ewig und drei Tage hier da drin rumzukleben an dem Haus. Aber ich werde bei mir mal eine Heizung hier reinhauen. Und zwar nur eine einfache. So. Ich weiß, das steht dann immer wieder Wege, aber gut. Das bleibt hier. So, einmal hier. Dann einmal hier, damit ich wenigstens bei mir fertig werde. Und dann lassen wir schon mal so stehen. Passt ganz gut. Mein Büro ist schon etwas ausgemorkst. Kann ich jetzt hier raus? Ja, bleiben eigentlich, wa? Ja, ich kann da nicht anders. Ich kann überhaupt nicht anders. Gut, zweimal Mehls. Amarantrote Wände. Vorbereitung auf das Eintreffen des neuen Familienmitgliedes. So. Gut. Hausflipper ist ganz interessant. Macht doch irgendwie Spaß. Ist aber gewöhnungsbedürftig. Ihr habt ja gesehen, es gibt hier mit einigen Sachen Probleme mit der Heizung. Da muss man dann so ein bisschen rausgucken, ob das so funktioniert oder nicht funktioniert. Und ja, erstmal danke fürs Zuschauen. Lasst einmal mal ein Abo oder einen Kommentar da. Würde mich ganz dolle freuen. Damit ich hier auch den Sinn und Zweck habe, weiterzumachen, was mir Freude bereitet. Danke, viel Spaß fürs Zuschauen.